sagt Sinan von mir folgende Worte. Okay? Sagt den seit 2 Tagen. Aziz Allah, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Abdullah Rasulu. Und das ist Zeitzeuge. Das ist ein Beweis. Das ist ein Beweis. Sag den Sinan seit 2 Tagen ist One Piece auf Netflix. Ey, ich weiß nicht, was die Leute denken, ne? Ich weiß nicht, was die Leute denken, okay? Der Typ hat einen Fehler gemacht. Der Typ hat einen Fehler gemacht und bei Allah, ihr habt den geschlachtet. Ihr habt den geschlachtet. Ihr habt nichts von denen gelassen. Ihr habt nichts von denen gelassen. Ich teile mit ihnen eine 20-jährige Freundschaft. Ich teile mit ihnen eine 20-jährige Freundschaft. Was denkt ihr jetzt, dass ich hier sitze und schlecht über den rede? Ha? Selbst wenn der Kontakt gerade auf Eis ist. Denkt ihr wirklich, ich sitze jetzt hier und rede schlecht über einen Freund, von mir, den ich seit 20 Jahren kenne? Ey, Wallah, wer das denkt, der hat mich falsch eingeschätzt. Der hat mich falsch eingeschätzt. Und der eine sagt, lauf nicht mit denen rum. Und der andere sagt, brech den Kontakt zu denen ab. Und der andere sagt so. Und der eine sagt so. Und der eine sagt so. Wie meine Eier sich wohlfühlen. Wenn ich will, ich rufe den jetzt an. Und wenn ich will, ich gehe morgen mit dem live. Meint ihr, ich höre auf irgendwelche Geister im Internet? Wie ich will. Wie ich will. Mir hat keiner was zu sagen. Und meine Entscheidungen treffe ich selbst. Und ich guck mal, ich finde, ihr habt alle, also die meisten haben ein falsches Bild von Loyalität. Die meisten haben ein falsches Bild von Loyalität. Wenn zwei Freunde sich streiten, denkt man, dass man sich positionieren muss. Entweder ich bin mit ihm, weil ich den Loyalität zeigen will, dann muss ich ja nicht mit ihm abhängen. Das ist ein falsches Bild. Ich weiß nicht, wer hat das modern gemacht? Wenn zwei Freunde sich gestritten haben, dann positioniere ich mich nicht. Ich bin nicht die scheiß NATO. Ich versorge nicht beide mit Waffen und lasse sie aufeinander schießen. Ich bin so, wenn zwei Leute sich streiten, versuche ich Khair zu machen. Mit der Bedingung. Wenn ich vor Ort bin, wird keine üble Nachrede gemacht. Es wird nicht schlecht über den anderen geredet. Das ist meine Bedingung. Ich mache kein Feuer rein, ich mache kein Fitna, ich bin ein Freund von Khair. Was Sinan angeht, das ist meine Angelegenheit. Das ist meine Sache. Wie meine Eier wollen. Wenn ich Bock habe, ich gehe morgen mit dem live. Und wenn ich nicht will, gehe ich nicht mehr mit dem live. Das hat keiner zu entscheiden. Das entscheide ich. Und Sinan. Ich merke, Wallah, ich merke, bei vielen Leuten ist der Bart nur noch Deko. Und ich saß gestern zu Hause und ich habe mir echt eine Frage gestellt. Ich habe so, das war so ein Gespräch mit meiner inneren Stimme, okay? Ich habe mich echt eine Frage gestellt. Wisst ihr, was ich gefragt habe? Ich habe mich gefragt, bin ich normal, weil ich denke, dass die Leute behindert geworden sind? Oder bin ich behindert, weil ich denke, ich bin nicht mehr normal? Wallah, ya Salame. Ich krieg ein zu viel. Ich schwöre bei Gott, ich krieg ein zu viel. Ich hab gedacht, ich komme raus aus dem Knast, ich hab einen Haftschaden. Aber ich guck mir die Leute hier an so,
Und ich denke mir, Alter, was?